Drückjagd auf der Insel Rügen. Hier sind überall Fährten, ganz frisch hier. Hier. Noch nie wurden Wildschweine so intensiv bejagt wie jetzt. Hier, nicht so schnell, vorne. Hallo. Unterwegs sind mehr als 70 Jäger und Treiber. Da hat sie die nächste Sau. Ihr Ziel an diesem Novembertag? Schwarzwild. Überall in Deutschland zum Abschuss frei. Da ist ein Keiler oder ein starker Überläufer. Da eine Sau. Ich kann nicht schießen, wenn ihr da steht. Wird nichts. Der Jäger lässt den Finger gerade. Die Sau wird es schaffen. Die größte Treibjagd des Jahres. Und sie entkommt durch den flachen Jasmunder Bodden. Auch anderen gelingt die Flucht. Wildschweine, das wissen die Jäger, lassen sich nicht so einfach dezimieren. Vielerorts in Deutschland ist von einer Wildschweinplage die Rede. Allein in Mecklenburg-Vorpommern sind im Jagdjahr 2018 über 80.000 Sauen erlegt worden. Mehr als je zuvor. Wenn die angeschossen sind, die sind natürlich wehrhaft. Ne? Die wollen auch nicht so einfach aus dem Leben treten. Und wenn man dann sieht, was die vorne für Zähne haben, dann kann das schon gefährlich werden. Die Angst vor den Sauen hängt aber auch mit der sogenannten afrikanischen Schweinepest zusammen. Die Tiere könnten sich gegenseitig anstecken und die, auch für Hausschweine, gefährliche Virusinfektion weitergeben. Die Jäger sollen die Bestände klein halten. Machen wir. So. Olaf Schauer nimmt immer ein Ruderboot mit. Hier soll nachher mindestens ein erlegtes Schwein hinein. Sie vermehren sich rasant, sagt der Hobbyjäger. Bei Schwarzwild gehen wir von 400% Zuwachs im Jahr aus. Da müssen wir jetzt umso mehr Augenmerk geben, dass wir jedes Stück, was ja ein potenzieller Wirt ist für die afrikanische Schweinepest, kriegen. Aber das hat sich an unserer Jagdausübung praktisch eigentlich nichts geändert. Wir haben schon immer versucht, so viele Sauen wie möglich zu schießen. Ich hoffe jetzt persönlich, dass es bei uns auf Jasmund nie ankommt. Hat mich bis jetzt auch noch nicht betroffen hier. Ne? Auch Trichinellen oder was es alles so gab, ich glaube ja noch mehr Wildkrankheiten, hat uns glücklicherweise noch nie betroffen. Die Jagd auf Schweine ist auch von ganz oben gewollt. Olaf Schauer und die Jägerschaft auf Rügen werden für jedes geschossene Schwein mit einer Prämie belohnt. Im Landwirtschaftsministerium will man nicht, dass die Bestände außer Kontrolle geraten. Doch Wildschweine sind schlaue Tiere. Sie wissen, wo gejagt wird und wo nicht. Der Ort Zingst auf der gleichnamigen Halbinsel. Hier haben sie nicht einmal vor dem Garten des Bürgermeisters Halt gemacht, als sie eine Spur der Verwüstung durch den Ort gezogen haben. Zäune und Hecken. Nur Hürden, keine Hindernisse auf ihrer Suche nach Eiweißnahrung. Und hier so rum, hier vorne. Ja, und dann wieder bis hier. Also sozusagen 500, 600 Quadratmeter haben sie umgewühlt. Es waren aber, so kann man denken, 4, 5 waren es, die dann hier rüber gelaufen sind. So eine Überläufer, so eine, na, ich sag mal, so eine Halbwild. Wenn ich morgens um 5 aufstehe, ich arbeite im Pflegeheim, dann bin ich oft mal rausgekommen, habe ich die immer gesehen, überall. Ne? Auch hier vorne vom Grundstück und so. Das hat man auch gesehen, auch beim Schwager, Schwager, Schwägerin, die wohnen dort vorne. Da habe ich den auch morgens sehen oder abends so gegen 9:30. Hier sieht man noch, wie Bürger sich versucht haben zu schützen. Allerdings ist der Zaun natürlich kein Hindernis für Wildschweine. Die sind auch heimgesucht worden, ja. Auch Bös heimgesucht worden. Wie so viele Orte hat auch Zingst schon lange ein Problem mit Wildschweinen. Die Bejagung mitten in Ortschaften aber sei tabu, hat der Bürgermeister früher abgewinkt. Ich glaube, ganz halb Zingst hat sich kaputt gelacht, hat gesagt, siehste, nur hat der Bürgermeister das am eigenen Leib erfahren. Nun wird er wohl was machen. Allerdings haben wir dann gemeinsam versucht, mit der Jägerschaft dann Lösungen zu finden. Ne?